Ja, moin moin, liebe Leute, und herzlich willkommen heute zu einem weiteren Replay von World of Tanks mit einem klein etwas geänderten Anfang, wie man vielleicht erkennen kann. Ich habe heute ein kleines Geschenk bekommen über 2500 Gold vom Kuno. Und ja, bei dem oder von dem habe ich ja auch in den letzten Wochen öfter mal Replay gezeigt und er hat den Weg zu meinem Kanal gefunden. Naja, den Text hier könnt ihr ja selbst lesen. Ich freue mich natürlich immer, wenn hier neue Leute dazukommen. Und wie gesagt, das mit dem Gold ist eine total eine coole Sache. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist für mich auch als kleiner Streamer, sag ich mal, was echt was Besonderes. Weil, ja, wie gesagt, so oft passiert das irgendwie nicht, dass da jemand tatsächlich mir auch mal was zukommen lässt. Mit Ausnahme von Achim natürlich. Den darf ich hier auf gar keinen Fall vergessen. Und Icke zum Beispiel, der hat mir auch schon mal einen Panzer zukommen lassen. Aber wie gesagt, ich finde das mega cool. Das freut mich richtig. Und vielen, vielen Dank dafür, Kuno. Ja, ich hoffe, du bleibst auch weiterhin dabei und hast weiterhin hier deinen Spaß. Und wie gesagt, in den Kommentaren. Ja, kann man ja oder von deinen Kommentaren ableiten, kann man ja auf jeden Fall, dass es dir hier zurzeit jedenfalls ganz gut gefällt und ich hoffe, es bleibt so. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr anderen hier genauso viel Spaß habt. Und wie gesagt, sowas ist natürlich jetzt keine Pflicht, klar. Aber wie gesagt, das wollte ich einfach mal hervorheben. Und wie gesagt, bei den Weihnachtskisten, als Achim mir hat 25 zukommen lassen, habe ich mich natürlich auch bedankt. Ich finde, sowas gehört sich auf jeden Fall. Für größere Streamer ist das vielleicht schon Alltag, für mich halt nicht. Und dementsprechend musste ich hier einfach mal ja, so ein kleines Vorwort quasi zum Video bringen. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich habe mich mega darüber gefreut. Und ja, ich hoffe, du schickst auch weiterhin Replays und hast weiterhin Freude hier. Genauso natürlich auch an alle anderen. Schickt mir gerne eure Replays. Und wie gesagt, das mit der Freude soll natürlich im Vordergrund hier stehen. Ich mache das ja aus Spaß und nicht, um hier jetzt irgendwie Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Na, dementsprechend ist das halt so mein Hobby. Und wenn das natürlich so jetzt auch noch, ich sag mal, honoriert wird, dann freue ich mich natürlich nochmal doppelt, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Geste ist. Vielen, vielen Dank dafür, Kuno. Und jetzt geht's los mit dem Replay. Aber mit dieser kleinen Danksagung geht's dann jetzt hier auch gleich in das eigentliche Replay rein. Und ja, natürlich ganz kurz noch wie immer in eigener Sache. Wenn ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir doch gerne zukommen. Rub2k@web.de oder schreibt mich ingame an, dort heiße ich Flens1980. Unter das Video kommt auch noch ein Discord-Link, könnt ihr auch gerne mal dazu stoßen, wenn ihr Bock habt. Die Teilzeitfinger. So, jetzt hier heute unterwegs und ihr seht schon, also lower als Tier 1 geht's halt nicht. Deshalb, ja, ich weiß gar nicht, habe ich schon mal einen Tier 1 Panzer gezeigt? Bestimmt, aber ist schon ewig her. Heute mal der Renault FT, Stufe 1er der Franzosen. Eine wunderschöne Tarnung hat er drauf. Und ja, wir spielen hier, ihr seht schon Himmelsdorf als Standardgefecht. Und was gibt's noch sozusagen? Doch, zwei Artis im Team. Wow. Und das schon auf der Tierstufe. Fangen die gleich von Anfang an zu nerven. Mega gut. So, wir gucken einfach mal, was hier passiert. Da schießt er leider daneben der M2 Light, der T2 Light. Der hat da, wollte da so ein bisschen spotten. Hat vielleicht auch das eine oder andere aufgemacht. Aber, ja. Der gute Busterfix konnte hier leider keinen Schaden anbringen. Jetzt kommt hier ein Panzer 2. Da muss man mal gucken, kommt er da durch? Das ist das Problem bei den Deutschen, wenn die. Der stand jetzt auch, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, ihr seht auch schon die Kanone hier von dem Renault. Also ich glaube, da ist mein Arm dicker und das soll schon was heißen. Also. Wirklich viel Schaden. Kann da nicht rauskommen. Gerade habe ich es gesagt und schon macht er hier eben mal 66 Schaden auf den Kahusinker. Gesundheit. So, weiter geht's hier. Er versucht jetzt hier von der Seite auf den Panzer 2 zu kommen. Diesmal hat er ein bisschen mehr Erfolg.
konnte hier 39 Schaden verbuchen. Das ist durchaus ein Erfolg, denn wie gesagt, der Panzer 2 ist eigentlich schon recht gut, was die Panzerung angeht, gerade so von vorne, finde ich jetzt persönlich. Ah, kann hier den nächsten Schaden anbringen und auch seinen ersten Kill hier sichern auf den Leichttraktor. Mal gucken, kommt jetzt hier der nächste Patient? Jein, indirekt Schaden kann er machen, Kill nimmt er noch nicht mit. Mal gucken, vielleicht gleich. Ja, wie gesagt, also wenn ihr Replay habt und so, also es muss kein Tier 10 sein, Tier 8, Tier 9, wie auch immer. Es kann auch Tier 1 sein. Hauptsache, ihr hattet eine schöne Runde und hattet Spaß dabei oder ist irgendwas Lustiges passiert. So, weiter geht's hier auf jeden Fall. Immer noch auf den STRV. Jetzt konnte er nochmal 8 Schaden anbringen, kriegt hier 10 im Gegenzug. Aber im Großen und Ganzen... Oh, da hat der Panzer 2 jetzt aber den Fehler seines Lebens gemacht. Das hätte er nicht... Boah, das war ein bisschen blöd. Schön in die Seite rein konnte er da schießen. Da hat der Panzer 2 sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft. Aber da hätte er definitiv anders fahren müssen. Da war er viel zu schnell, ist hier an dem Renault vorbeigefahren. Und ihr konntet sehen, der Panzer 2 musste erst noch seine Gun hinterherziehen. Das hat einen kleinen Moment gedauert. Und in dem Moment konnte Buster Fix hier... Ja, Fix basten. Quasi. Oh, nee. Das lasse ich drin. Man muss auch mal schlechte Sachen drin lassen. Gut, weiter geht's hier. Da ist der, was ist das? T2 Medium, genau. T2 Medium. Jetzt sehe ich es auch. Der steht da so ein bisschen hinter der Kirche, so ein bisschen eingeigelt. Kommt da jetzt raus? Das war eigentlich auch ziemlich dumm, dass er das da jetzt macht. Da hätte er einfach warten sollen, denn er hat, ihr seht, hinten der STRV, da hinten, der supportet halt ganz gut eigentlich. Und der T2 Medium hätte da einfach stehen bleiben können, um halt die Gegner quasi rauszulocken, dass die halt vorfahren müssen. Aber er entscheidet sich dazu, einfach mal blöd vorzufahren und ja, quasi den kompletten Cap fast hier wegzuwerfen. Ja, das war ziemlich, ziemlich dumm. Und jetzt macht er den gleichen Fehler nochmal. Jetzt kann hier Busterfix nochmal ein paar Schadenspunkte anbringen. Resettet den Cap nochmal, ganz entspannt. Und ihr seht, guck mal, was da alles an Gegnerfahrzeugen noch runterkommt. Also der T2 Medium da, der hat hier definitiv das Spiel, also das hätte schon vorbei sein können quasi, wäre da einfach stehen geblieben. So macht er das Ganze nochmal spannend und sein ganzes Team rückt jetzt nach. Da kommt der STRV und der andere, der FT und noch ein Leittraktor, auch wenn er nur noch 2 HP hat. Aber trotzdem, hier steht ein H35. Das ist natürlich, der ist ziemlich gut. Den mag ich auch mega gerne spielen. Da hatte ich auch neulich mal ein Replay gezeigt. Und ja, dass der natürlich da jetzt steht und keinen Schaden nimmt, das ist auch irgendwo klar. Aber jetzt gucken, kriegt er ihn raus? Nein, oh, das war nicht gut. Das war, oh Gott sei Dank, er hatte noch einen Schuss im Magazin. Da hat er ihn so ein bisschen getriggert, würde ich mal sagen. Ich glaube, das war Absicht, dass er noch einen Schuss im Magazin gelassen hat, um halt den Leichttraktor hier rauszulocken. Hat er gut gemacht, wenn das Absicht war. Man konnte halt sehen, ein Schuss war noch im Magazin drin, der letzte quasi. Und er ist halt zurückgefahren, sodass der Leichttraktor, denke ich mal, dachte, der hat jetzt sein komplettes Magazin verballert. Ich fahre jetzt mal vor, nehme den eben raus. Und da konnte Buster Fix halt nochmal das letzte, den letzten Clip, nein, nicht, es war kein kompletter Clip, das letzte Magazin aus dem Clip so rum halt schön hier drauf drücken. Sehr, sehr gut gemacht. Ich verstehe nicht, dass der H35 hier nicht mal einfach kurz um die Ecke guckt, weil der T2, glaube ich, hat keine Chance, wenn der H35 hier frontal rauffährt, da wird auf jeden Fall nicht alles durchgehen. Und jetzt guckt euch das mal an. Der T2, der fährt nochmal raus. Warum macht er das? Doch nicht gegen den H35. Also ich weiß ja nicht. Hat der Gold? Ist der gut mit Gold? Oder gibt es überhaupt für den Gold? Aber guckt euch mal die Kanone von dem an. Die ist genauso dünn. Ja, die ist sogar noch einen Tick größer als die von dem FT hier. Aber im Großen und Ganzen, ja, hier, Busterfix schreibt es auch. UF Armor. Also, Tegion, wie auch immer, hat anscheinend keine Ahnung, was für einen guten Panzer er da eigentlich fährt. Gerade als
als Top-Tier. Gut, Stufe 1 und Stufe 2, aber er ist halt ein Top-Tier und ja. Jetzt ist Bustafix gezwungen, mit seinem paar HP quasi irgendwie hier zu versuchen, noch nach vorne zu kommen. Und der scheint AFK zu sein, ich weiß es nicht genau. Ja, das war jetzt die Verzweiflung hier. Und im Endeffekt gewinnen sie tatsächlich doch noch, weil der T2 Medium ja, dann jetzt doch nicht mehr rausfährt. Wie gesagt, vor 5 Minuten hätten sie schon haben können. Aber der hier war dann im Endeffekt der Punkt, warum das hier nicht gewonnen wurde. Schade, schade. Ein mega guter Panzer, der H35. Der hätte das hier locker wegrocken können, ohne Probleme. Stattdessen wird sie halt eine Niederlage. Gerade für Bustafix und auch für seinen Kollegen hier, den AL36. Ist, aber keine Ahnung, was das, ob das eine Leadspeak sein soll. Mit 5 Kills. Auch mega ärgerlich. Die beiden werden sich hier in den Arsch beißen mit 4 und 5 Kills. Definitiv, dass der Spacko hier, Entschuldigung, wenn ich das so sage, einfach, keine Ahnung, gerade seinen Kopf abgeschraubt hat oder weiß nicht, auf dem Pott war oder keine Ahnung. Das war echt mega, mega doof. Das hätte definitiv ein Sieg sein müssen. Aber gut, so ist es manchmal. Wir gehen mal eben in die Auswertung. So, das Ganze hier, Ace Tanker mit 4 Kills und Defender. Also hier gemeistert, Schläger, Kämpfer, Wirkungsfeuer, Defender, also Verteidiger bekommen. Eigentlich eine richtig, richtig, richtig gute Runde. Zusammen hier mit dem Light MK Vickers, oder ist das 6C? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher die Abkürzung für Vickers, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Light MK. So, 4 und 5 Kills. 416 Schaden, 427 Schaden. Ja. Und dann hast du hier so eine Gurke dabei. Wo ist denn der H35? Na, guck mal, der ist auch gar nicht so schlecht, ne? Der ist Dritter. Ich meine, gut. Aber, boah, das war echt brain dead. Leider, leider, leider. So, Detailed Report. Er hat 205 Mal geschossen, 72 Mal getroffen, 48 davon gingen durch. Klar, bei so einer Kanone erwartet man keine Genauigkeit, da macht es halt die Masse dann irgendwann. Konnte 375 Schaden machen, hat 7 Treffer erhalten, davon gingen 3 durch, 4 waren Abpraller. Konnte 35 Schaden blocken sogar, das ist gar nicht so schlecht. Hat 7 Gegner beschädigt, 4 zerstört und hat 2 Support-Schaden bekommen. Und hat hier sogar 100 Defense Point bekommen. Wow. Nicht schlecht. Für insgesamt natürlich. Schöne Sache. Leider verloren und dadurch halt auch 69.600 Credits minus gemacht mit einem Stufe 1er. Au. Aber liegt halt auch hier dran. Ja. Armory Supply. Viel mit Gold geschossen oder vielleicht nur mit Gold geschossen. Ich weiß es gar nicht genau. 82.000 Credits bei einem Stufe 1er. Aua, aua, aua. Das ist echt eine Klatsche ins Gesicht. Aber so richtig mit Anlauf und Schwung dahinter und Rückenwind. 69.000, fast 70.000 Credits minus gemacht bei dem Stufe 1er. Naja, aber nichtsdestotrotz, immerhin der kleine Trost, er hat den Panzer gemeistert und einen Defender bekommen. Vielleicht war ja das Meisterabzeichen sein Ziel, dann hat er es auf jeden Fall geschafft. Und das Ganze ging 7 Minuten, 2 Sekunden. Und ich bin jetzt erstmal raus. Wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao.